Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64. Wir rennen immer noch weg. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Ihr seid zusammen in einer Gruppe getummelt. Ich möchte nicht gegen unzählige Gegner kämpfen. Ich möchte nur die Wüste erkunden. Wie weit geht es denn nach rechts? Ich möchte den Blockcap treffen. Eine Münze hat sich ja echt gelohnt. Aber wie weit geht es denn bitte schön nach rechts? Okay, ich erkunde doch nicht die ganze Wüste. Geh gleich in die Oase. Folge gleich dem Weg, der mir vorgeschrieben worden ist. Was da? Was zum? Oh, oh, oh. Nein, ich will die. Ich möchte nur die Boxen hier haben. Ach Mensch. War ja klar, dass das passiert wird. Nehmen wir doch mal den Powersprung. Das ist doch gut, dann ist der Glas schon mal down. Runde Bärchen. Lebenspunkte, yay. Die müssen wir auch noch haben. Ekelhaft. Ekelhaft. Ekelhafte Gegner hier. Ja, dann ist der erste jetzt schon mal down. Dann kann er mir nur 10 Münzen klauen. Ah ja, klar. Kann die einfach nicht blocken. Komm her. Ja, das sind Blumenpunkteverschwendung. Mal gucken, ob ich die diesmal blocken kann. Nicht wirklich. Will ich tatsächlich mal Erfrischung machen? Dann haben wir uns ein bisschen aufgeheilt. Und Panzerstoß. Immer meine Münze zurück. Die macht kaum noch Erfahrungspunkte. Das ist auch ärgerlich. Wir haben sie rumkommen. Nein. Ach mein. Was zum Henker, Erdbeben. Und dann hier bitte einmal durchatmen. Das wird jetzt jede Menge Schaden geben. Wie soll ich blocken? Ich glaube, ich habe so langsam den Tee raus, wie man die blockt. Weißt du was, du kannst jetzt bitte einmal Fokus machen. Damit sich die Sternenleiste wieder etwas ausfüllt. Du kannst die hier jetzt platt machen. Und ich kriege meine 20 Münzen wieder zurück. Dann habe ich jetzt mittlerweile wieder viel Kohle. So. Lief doch ohne Probleme. Naja. Oh, der Arme. Tja, langsam habe ich den Dreh raus. Naja. Mehr oder weniger.
Diese Geräusche. Komm, schauen wir mal auf den drauf. Komm. Ja, mit so viel Gegnern habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jedenfalls musste ich die Folge auch mal kurz unterbrechen, weil heute ein Paket kommen soll. Wahrscheinlich mit der normalen Post. Ich hoffe, dass man jetzt alle. Hallo? Ich wollte schon gerade sagen, Block. Oh, hier gibt es aber ganz schön viel Geld. Aber ich glaube, ich habe alle besiegt. Das ist doch schon mal gut. So, geht es denn hier noch weiter nach rechts? Nein, ich habe das Ende erreicht. Halleluja. Warte, ich setze mal kurz ein Item ein. Und zwar Honigsirup. Habe ich schon mal wieder Blumenpunkte. Ich will mein Item zurück. Das ist nichts. Okay, was haben wir denn hier? Das ist ein super Block. Damit kann einer deiner Freunde aufgestuft werden. Er gewinnt nicht nur an Angriffskraft, sondern er lernt auch eine neue Fähigkeit. Welcher Mitstreiter soll aufgestuft werden? Er erlernt Aufladen. Diese Fähigkeit macht ihn stark. Er erlernt Multirempler. Den Gegnern wird sehr übel werden. Sie erlernt Powerbombe. Die Bogengegner werden es lassen. Ich würde sagen, hier macht Cooper mehr Sinn. Mit den ganzen Gegnern. Cooper wurde in den Superrang aufgestuft. Cooper, Digga, dir zu. Kann ich jetzt hier jeden Busch hier angucken? Nein, kann ich nicht. Eine Zitrone stellt eine KP und 2 PP wieder her. Okay. Und du bist in der Mitte? 2 PP, okay. Hallöchen. Gott. Nein. So, Erstangriff erfolgreich. So, dann einmal Erdbeben. Dann sehen wir ja gleich mal, ob seine Angriffskraft wirklich stärker geworden ist. Wie viel Schaden machst du denn jetzt? Okay, das ist gut. Das ist tatsächlich sehr gut. Erster Angriff immer erfolgreich. Okay. Und das gleich nochmal. Einmal Erdbeben. Du kannst jetzt den Rest machen. So machen die Kämpfe auch Spaß. Auch wenn es sehr wenig Erfahrungspunkte gibt. Naja, dann kann ich alles haben, ne? Sakoda. Kommst du her und... Erster Angriff erfolgreich. Und vor allem, die gehen alle jetzt down.
Damit kann ich leben. Ich brauche noch einen Blumenpunkt zurück. Ich mache hier nach oben. Hier bin ich auf dem normalen Weg. Wenn nur weiß kann. Eine Münze. Schön. Meine Münze. Ich auch so wenig Münzen habe. Noch mehr Münzen. Random. Brief an Morty in Cooperheim. Willkommen, Stammtalk nach Vorposten. Und was war das denn jetzt in der Küche? Ich bin gleich wieder zurück. So. Haben die einfach ein paar Gläser umgeschmissen, mussten die auf dem Boden noch laden. Muss ich auch heute entsorgen gehen. Willkommen, Reisende. Ihr müsst eine lange, heiße Reise hinter euch haben. Willkommen in staubtrockenem Vorposten. Der Herrscher dieser Stadt ist Mustafa. Das solltet ihr nicht vergessen. Obwohl, ihr werdet ihn vermutlich niemals zu Gesicht bekommen. Meister Mustafa ist ein wichtiger Mann. Meister Mustafa ist ein großer Mann. Wo er ist, niemand weiß es. Er verbirgt sich vor seinen Feinden. Weißt du eigentlich, dass es in Totton ein Dojo gibt? Vor einiger Zeit bin ich dort angetreten und habe mich auch sehr gut geschlagen. Als Anerkennung für meine Leistungen habe ich eine Mondkarte erhalten. Du siehst ziemlich fit aus. Wie? Du hast noch keine Karte verdient? Okay, ich brauche höchstwahrscheinlich eine Karte. Hey, weißt du was? Irgendwo in der Wüste steht ein steinender Kaktus. Das war ja klar, dass sowas kommen muss. So, warte mal kurz, ich hole mal kurz mein iPad und dann schreibe ich mir alles auf. Wo hab ich es denn? Noch auf dem Bett. So. Okay. Dann haben wir es doch jetzt. Kopfhörer wieder auf. So, wo ist meine Notiz-App? Warum muss ich jetzt mal kurz eingeben? Ich habe mein iPad doch gar nicht aus und angemacht. So. Notepad. So. Steinender Kaktus. Ja, aber da ist der Ort, suche ich dann aufs Screen. Gehst du von dort aus 3 nach Süden? 3 nach Süden. Und 2 nach Westen. Plus 2 Westen. Findest du etwas Besonderes, aber dennoch musst du suchen. Besonders. Okay. Ich weiß selbst nicht genau, wie man es finden soll, aber du solltest auf jeden Fall dorthin gehen. Hey, willst du noch etwas wissen? Ich weiß über alles Mögliche Bescheid. Weißt du eigentlich... Ah, dich haben wir ja schon. Hat die Maus was geklaut? Hast du schon den alten Wahrsager in Totan getroffen? Er hat immer recht, deswegen ist seine Wahrsagungskunst auch so berühmt. Solltest du einmal nicht mehr weiter wissen, wäre es eine gute Idee, ihn zu besuchen. Okay, versuchen mein Bestes. Bist du aus Totan? Wow, das ist ganz schön weit weg.
Staubtrockene Ruinen? Nein, noch nie gehört. Hört sich eher nach einem Märchen für Touristen an. Ey, wenn du wirklich nach diesen staubtrockenen was auch immer suchst, solltest du mit dem Infohändler sprechen. Dieser Händler lebt in dieser Stadt und tauscht Informationen gegen Items oder so ähnlich. Sagt zumindest mein Freund. Du fragst, ob mein Freund der Händler ist? Ach, niemals. Der Kerl ist viel zu schlau, zu scheu. Hm? Richtest du das Wort an mich? Ein Komponist bin ich. 1000 Lieder sind in mir. Ich wünschte, ich könnte einen herzzerreißenden Text ersinnen. Ich will Musik komponieren, vorgetragen in wundervoll lyrischen Texten. Das ist mein größter Wunsch. 1000 Lieder sind in dir? How? Vorübergehend geschlossen. Ach Mensch, da wollte ich doch Items kaufen. Ein sehr herzliches Geschwisterpaar lebt auf den Sternschnuppengipfel. Der Bruder Merlo sammelt Sternsplitter und tauscht sie sogar gegen Orden ein. Die Schwester Merlieblich ist eine Wahrsagerin, die dir die Fundorte von Ort nennen kann. Es kommt alles wieder zurück zum Steinkaktus. Erstens, zweitens, was wäre zweimal zum Mittag? Zweimal zum Mittag, auch zum Masiden, ne? Plus einmal Osten. Zum Mittag steht die Sonne, glaube ich, südlich. Und im Osten geht die Sonne ja erst hoch. Vermeide den Wind, wo blaue Kaktus blühen. Also muss ich in den Wind? Dort auf dem Felsen erfährst du die Kraft des Derwischs. Hey, hallo. Ich assistiere dem Archäologen Professor Colorado. Ich kam in die staubtrockene Wüste, um die staubtrockenen Ruinen auszugraben, aber hier ist es jeden Tag heiß wie die Hölle. Ich bin ständig durstig. Ich will einfach nur nach Hause. Katzen, was macht ihr schon wieder für uns? Vor langer Zeit gab es in diesem Land ein Königreich namens Staubtrocknen Königreich. König Mauster regierte es. Eines schlimmen Tages wurde er von seiner Gefolgschaft verraten. In dem daraus entstandenen Aufstand wurde das Staubtrocknen Königreich zerstört. König Mauster konnte fliehen und schwor seinen Feinden ewige Rache. Er sammelte seine getreuesten Männer um sich und besiegte die Verräter. Jene, die König Mauster halfen, waren die Räuber, die den staubtrocknen Außenposten erbauten. Ja, muss ich mich heilen? Na komm. Für die Blumenpunkte. Was habt ihr mit dem Karton angestellt, Leute? Der kippt ja schon fast um. Ja, aus dir. Mit dem nicht was Schönes. Ich hörte, dass ein Archäologe namens Colorado hier ist, um nach den staubtrockenen Ruinen zu suchen. Weißt du was? Selbst wenn er die gesamte Wüste umgräbt, wird er sie nicht finden. Der staubtrockene Vorposten wurde vor langer Zeit von Räubern erbaut. Der Anführer dieser Räuberbandes war ein Nachfahre des Königs. Der König hat den Eingang zu den Ruinen verborgen. Die Aufgabe der Räuber war es, diesen zu bewachen. Die Legende besagt, dass der Nachfahre des Oberräubers noch heute in dieser Stadt lebt, um die Ruinen vor den gierigen Augen von Plünderern zu schützen. Okay, da rennt die Maus wieder weg. Da hinten ist doch auch noch was. Hallöchen. Verrat's nicht weiter. Wenn diese Frau einen Zauber auf dich legt, kann ihr das im Kampf sehr nützlich sein. Zum Beispiel könnte deine Angriffskraft stärker werden oder aber du erhältst mehr Münzen für einen Sieg. Aber auch noch andere, viel merkwürdigere Dinge könnten geschehen.
Aber verlass dich nicht auf diesen Zauber. Er wird sicher nicht in jedem Kampf wirksam werden. Er kann sehr hilfreich sein, ist aber auch völlig unvorhersehbar. Cast a spell on me, please. Hallo du, geht's dir gut? Bist du traurig oder Vorgemut? Vorgemut, die große Melie, man mich nennt. Keine hübschere, man kennt. Großen Zauber ich vermag, doch umsonst ich ihn nicht vermag. Großen Zauber ich vermag, doch umsonst ich ihn nicht sag. Das Glück war bisher heute dir sehr, hätte ich doch gebracht hierher. Ein Zauber dir sehr helfen kann, doch keiner weiß ob oder wann. Willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Das hat sich jetzt aber nicht gereimt. Hervorragend, genial, auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Komm, ich hab die Kohle. Spezialmagie. So denn, wir sind bereit und jetzt geht's los. I put a spell on you. Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann. Wir sehen uns wieder irgendwann. Okay. Freigebige Menschen sind nett, sehr nett. Nette Menschen erfahren nette Geschichten, etwas geben. Ja, ich geb dir ein Ei. Ja, du gibst mir etwas. Du könntest nett sein. Wenn du ein sehr netter Kerl bist, gibst du mir noch etwas. Möchtest du noch meine Items gammeln? Oh, ein Schäfchen. Brauche ich nicht. Ah, du gibst mir etwas. Du könntest nett sein. Aber wenn du ein sehr netter Kerl bist, mir willst du ein Substronik? Du gabst mir viele Dinge. Sehr netter Kerl, sehr nett. Mein Name ist Sheik. Zelda, bist du das? Ich handle mit Informationen, Dinge, die andere nicht wissen. So netter Kerl, was möchtest du wissen? Staubtrockene Wüste? Die staubtrockene Wüste ist ein endloser Meer aus goldenem Sand. Viele Geheimnisse verbirgt dieser Meer und auch mehr als Sterne am Himmel stehen. Die Legende von den staubtrockenen Ruinen ist eines dieser Geheimnisse. Nur Mausafer weiß, wo diese legendäre Stätte ruht. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Weiter fragen. Ja, du kriegst noch mal einen Super Soda. Danke, dass du mir etwas gegeben hast. Um dir meine ehrliche Dankbarkeit zu beweisen, lass mich dir was sagen. Was möchtest du wissen? Wo sind die Ruinen? Um die staubtrockenen Ruinen zu finden, musst du mit Mausafer sprechen. Mausafer ist ein Nachfahre der großen Räuber, die den staubtrockenen Vorposten erbaut haben. Er befindet sich irgendwo in der Stadt, aber wo genau wissen nur seine engsten Gefolgsleute. Ich würde sein Geheimnis ja verraten, aber nur dem nettesten aller netten Kerle. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Ja, du kriegst noch einen saures Tonic. Danke, dass du mir etwas gegeben hast. Und dir meine ehrliche Dankbarkeit, was ist dein Lieblingsessen? Einer meiner Lieblingsfrüchte beginnt mit Z und endet mit E. Sie ist gelb und sehr sauer. Oh, ich habe zufällig eine Zitrone. Sie duftet so frisch, man findet sie nur in der Oase außerhalb der Stadt. Wenn du zur Oase gehen und eine für mich holen würdest, wäre ich bereit zu glauben, dass du ein wahrlich netter Kerl bist. Denn nur die nettesten der netten Kerle dürfen Mausafer sehen. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Ja, bitteschön, eine Zitrone. Oh himmlisch, eine Zitrone, das netteste aller netten Dinge. Weil du mir mein Lieblingsobst gebracht hast, ist deine Nettigkeit bewiesen. Und weil du so nett bist, werde ich dir etwas sehr Nettes erzählen. Wo ist Mausafer? Um Mausafer zu finden, geh in den Laden in der Stadt. Okay. Laden der Stadt. Kaufe zuerst einen Trockenpilz. Ein Pilz. Gefolgt von einem Staubpomade. Als zweites ein
Staubhammer. Du musst sie unbedingt in der richtigen Reihenfolge kaufen. Zuerst den Trockenpilz, dann den Staubhammer. Das ist ein geheimes Zeichen, das nur die Leute vom Mausdorf erkennen. Kaufst du diese Dinge in der richtigen Reihenfolge, wird dich der Ladenbesitzer zum Mausdorf verführen. Aber kauf die Waren gar nicht in der falschen Reihenfolge ein. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Ist recht. Tja, dann auf Wiedersehen. Das ist auch mein Motto für diese Folge. Viel Glück bei der Suche nach Mausdorfer, netter Kerl. Das ist auch mein Motto jetzt. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64, wo wir in den Laden gehen und uns die Items in der richtigen Reihenfolge kaufen, um Mausdorfer zu finden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.